Hallo, liebe Republikbegeisterte, viele von euch können sich sicherlich noch an Horst Seehofer erinnern. Der war sogar mal kommissarischer Bundespräsident, vielleicht einer der besten. Aber wir hatten ja vor 9 Jahren, 2015, so ein Vorkommnis, was da eigentlich angefangen und bis heute nicht geendet hat, sondern sich eher gesteigert hat. Und damals war die Skepsis genauso groß wie heute, die Kritik aber größer als heute. Und zwar auf Seiten der Politik. Und dann gab es eine große Versammlung und da stand dann Herr Seehofer, an den sich hoffentlich noch viele erinnern. Und der hat dann zu Mutti gesagt, es wird Zeit, dass wir mal wieder zur Rechtsstaatlichkeit sinngemäß zurückfinden werden müssen. Wie auch immer, er hat sie jedenfalls dazu aufgefordert, kann man sagen. Nun, das wurde einfach überhört. Also man hatte da den Eindruck und hinterher sah es ja auch so aus. Und so ging das Jahr für Jahr weiter. Ein Jahr war es mal etwas schlimmer, ein Jahr etwas weniger schlimm, aber insgesamt wurde es immer schlimmer. Weil das ja nicht so wie eine Welle ist, die immer wieder zurückschwappt, sondern eher wie eine Flut, die immer weiter zunimmt. Na, also das, man kann nicht sagen, dass das in Wellen kommt, weil dann müsste sich das danach ja alles wieder sozusagen abebben und das hat es nicht, sondern es türmt sich ja immer weiter auf. Das Problem, das wir haben. Nun, irgendwann dann gab es ja einen gewissen Wechsel und man hatte ja Hoffnung mit diesem Wechsel verbunden. Und wenn man da zurückblickt, hat man damals gedacht, irgendwas stimmt doch mit der nicht. Keine Rechtsstaatlichkeit mehr und was habe ich da noch gehört, so rückgängig machen und alles so Sachen. Ne? Ja, und dann gibt es jetzt, glaube ich, auch noch so ein beschönigendes Buch. Echt, gibt's. Und naja, auf jeden Fall gab es ja den Wechsel und nichts hat sich geändert, sondern es wurde noch einer draufgesetzt. Also sagen wir mal, wenn man etwas verschlimmbessern konnte, dann wurde es auf jeden Fall gemacht. Und da hat man auch gedacht, stimmt vielleicht mit denen irgendetwas nicht? Sagen wir mal so, ich habe einen Porzellanladen und da kommt einer rein und haut mit dem Hammer auf eine Tasse nach der anderen. Dann nehme ich dem doch mindestens den Hammer weg. Und auch wenn er darüber schimpft, kriegt er den Hammer nicht wieder. Vielleicht schmeiße ich den raus, aber ich gebe ihm doch nicht den Hammer wieder, wenn der sich beschwert. Und heute kann man aber das haben, dass so es ein Gerichtsurteil gibt, dass ich dem den Hammer wiedergeben muss und ihm den dann wieder wegnehmen muss, wenn er dann wieder Porzellantassen zerschlagen hat. Weil da auch nichts weiter passiert, außer dass der eben immer durch eine Klage seinen Hammer wiederkriegt. Ne? Auch wenn man, was weiß ich, den mit seinem Hammer ganz nach Afghanistan hinschickt mit dem Flugzeug, ist der vielleicht im halben Jahr wieder hier und haut wieder auf meinen Tassen rum. Ja. Und dann fällt ihm was Neues ein. Und er will in meinen Porzellanladen mit seinem neuen Elefanten rein. Ich sage, der Elefant kommt nicht rein. Und dann ist das auf einmal Rassismus, Sexismus, Elefantophobie und nicht Elefantitis. Das ist was anderes. Und er kriegt ein Gerichtsurteil, dass er mit seinem Elefanten, weil der für ihn sowas wie ein Blindenhund ist oder was auch immer, darf der in meinen Laden rein. Was passiert, ist natürlich klar. Ja. Und ich will den wieder rausschmeißen, weil ich sage, das geht so nicht. Ja, hier ist die Rechnung, er sagt, nee, das war ja nicht ich, geben Sie die dem Elefanten. Ne? Und ich kriege die nicht wieder raus. 3 Jahre lang dreht sich der in meinem Laden schon im Kreis rum und ich höre es nur klirren. Und ich sehe, dass andere dafür verantwortlich sind, dass das so ist. Ich weiß auch, wer es ist.
Nun, was denke ich da? Da denke ich, mit denen stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Ja. Und viele machen sich Gedanken darüber, was denn das sein könnte, was mit denen nicht stimmt. Kriegen die von hier, kriegen die von da, kriegen die von allen? Oder ist irgendwas anderes mit denen? Ist völlig egal. Wir wissen, dass mit denen was nicht stimmt. Was nicht mit denen stimmt, ist egal. Und da fällt mir so eine Person ein. Da war mal ein mittelalterlicher, naja, kann man nicht sagen. Also er war nicht mehr ganz jung, aber auf jeden Fall noch fit. So, dass man nicht sagen kann, der war schon irgendwie so alt, der hat irgendwie sich was eingebildet oder so. Nee, der war fit und der ist losgegangen und hat eine Strafanzeige gemacht. Und zwar hatte er etwas mitbekommen, und zwar, er hat seine Pflicht erfüllt, man hat Kenntnis von einer Straftat und dann muss man die ja anzeigen. Und zeigt dann Korruption an, und zwar von ganz hohen Tieren. Er war sozusagen Zeuge geworden durch über irgendein Gespräch oder sowas in der Art. Ja, ja. Und was ist passiert? Ja, der ist eingesperrt worden. Und die Leute sind nicht weiter behelligt worden. Es gab da mal ein kurzes Gerede, aber wenn die Beschuldigten sagen, nee, wir machen sowas nicht. Das reicht ja schon, wenn die weit genug oben sind. Ne? Wir haben das öfter gesehen. In Hamburg gibt es da so eine Bank, da so eine Privatbank, und woanders in Köln gab es da mal so ein Müllunternehmer, und wo man hinschaut, findet man sowas. Ne? Bei der einen Partei mehr als bei der anderen, aber wenn die ein bisschen älter sind, kann man die eigentlich alle auf die gleiche Liste setzen. Und ja, dieser Mann hieß Mollert. Jahrelang hat er eingesessen, bevor der wieder freigekommen ist. Natürlich war der nicht mehr der gleiche, als der rausgekommen ist. Ne? Nun, wie ist das passiert? Das ist die Macht der Gutachten, die Mediziner haben. Und man hat meistens ziemlich gleichgültige Richter, die gar nicht anders können. Die haben so viel zu tun. Die müssen eben anhand der Begutachtung oder Gutachten müssen die ihr Urteil fällen. Und die können sich gar nicht viel Skepsis leisten. Einfach zeitlich können sie das nicht. So, und jetzt haben wir was gehabt. Und das ist es nämlich. Richter haben sich beschwert, weil ein Richter, und es ist, glaube ich, nicht einer allein geblieben, verurteilt wurde, weil er eben skeptisch war und gesagt hat, dass, also tut mir leid, also so wie es aussieht, geht das nicht, da muss ich jetzt mal sozusagen Leute von einem Zwang befreien per Urteil. Und der Mann ist jetzt selber verurteilt worden. Und die Richter haben gesagt, so die ganze Richterschaft als Gemeinschaft oder Verein oder wie auch immer man das sehen will. Verein ist ja heute auch nicht mehr so einfach. Also wie sollen wir denn da jetzt noch frei urteilen? Tja, das wurde einfach ignoriert. Weil man wahrscheinlich gar nicht mehr will, dass die frei urteilen. Tja. Aber sie sind noch da und sie können es noch, wenn sie wollen. Und dann sind da nun eine Menge Ärzte, die wirklich Schwierigkeiten haben, auch weil sie gesagt haben, nee, tut mir leid, da kann ich nicht mitmachen, da befreie ich den von diesem Zwang. Weil dieser Zwang ist sowieso Unsinn, das ist inzwischen nachgewiesen, trotzdem werden diese Ärzte immer noch bestraft, immer noch verurteilt, immer noch verfolgt. Tja, nun wissen wir aber ja, welche Macht die Gutachten von solchen Ärzten haben. Und wir wissen ja über die Leute, bei denen wohl irgendwas nicht stimmt. Wieso gehen diese Ärzte jetzt nicht hin und machen jetzt mal ein paar Gutachten? Es gibt sogar Gutachten, die nach Aktenlage festgestellt werden und sagt so, der braucht mal einen längeren Besuch in einem Sanatorium und mit Hilfe eines Richters, da findet man ja jetzt wohl dann auch welche, sorgen wir dafür, dass eben auf dieses Gutachten auch Taten folgen und diejenigen, bei denen irgendwas nicht stimmt, jetzt mal ruckzuck in so einem Sanatorium landen. Und vielleicht hört das dann auch auf, dass da irgendwelche Elefanten durch meinen Porzellanladen laufen, durch euren Porzellanladen, durch unseren Porzellanladen.